Sehr geehrte Bürger Deutschlands, hier spricht Anonymous und möchte Sie auf die Thematik GEZ aufmerksam machen. Jedem sollte die GEZ ein Begriff sein. Die GEZ treibt auf Deutsch gesagt die Gebühren für die öffentlich-rechtlichen Sender wie zum Beispiel ARD oder ZDF bei den deutschen Bürgern ein. Es wird aber mehr Geld eingetrieben, als die öffentlich-rechtlichen Sender brauchen. Als Person mit einem TV-Gerät, Radio und Handy zahlt man zum Beispiel alle 3 Monate knapp 54 Euro an die GEZ. Neben den erhöhten Gebühren herrschen noch dreiste Taktiken der GEZ-Vertreter, welche von Haus zu Haus gehen, um quasi zu beweisen, dass Bürger ein TV-Gerät besitzen, obwohl sie keins angegeben haben. Es gab vermehrt Fälle, wo Bürger, welche bisher nicht an die GEZ gezahlt haben, auf einmal eine Anmeldebestätigung im Briefkasten hatten. Diese Anmeldung wurde wohl von den GEZ-Vertretern, welche auf Provisionsbasis arbeiten, selbst ausgefüllt und unterschrieben. In Deutschland nennt man dies Urkundenfälschung und Betrug. Die GEZ-Vertreter fragen sogar bei Nachbarn nach, ob sie ein TV-Gerät besitzen, wenn sie diesen Herrschaften nicht die Türe öffnen. Ebenfalls haben schon GEZ-Vertreter versucht, bei Wohnungen, welche im Erdgeschoss liegen, durch die Fenster zu gucken. Dies ist eine Verletzung der Privatsphäre. Abgesehen von den hohen Gebühren und dreisten Maschen der GEZ-Mitarbeiter, hat nun die Gebühreneinzugszentrale beschlossen, dass auch Bürger ohne TV-Gerät die Gebühren zahlen sollen. Dies kann Anonymous nicht weiter tolerieren. Wer sich über die Maschen der GEZ-Mitarbeiter und Co. informieren möchte, findet über gängige Suchmaschinen etliche Foren. Kleiner Tipp: Versuchen Sie mal, ein bereits bei der GEZ angemeldetes TV-Gerät wieder abzumelden. Wir sind Anonymous. Wir sind Legion. Wir vergessen nicht. Wir vergeben nicht. Erwartet uns.